und Tina, einfach anders. Zwei neue Darstellerinnen im Kinofilm, aber der gleiche Regisseur wie immer, Detlef Buck hinter der Kamera. Na, da ist auch richtig was los, würde ich sagen. Es fangen so Leute an so eine Verschwörung so ein bisschen zu glauben und an Aliens. Hexen, Aliens und Pferde, das ist doch klar. Das liegt alles sehr nah beieinander, weil es ist, am Ende sind das die großen Mythen des populären Films. Was ist da los mit der auf dem Martinshof? Es geht um Identität, es geht um vielleicht auch Betrug. Und dann stürzt ein Meteorit über Falkenstein ab und es fangen so Leute an so eine Verschwörung so ein bisschen zu glauben und an Aliens und es ist nicht ganz sicher, was steckt da dahinter. Ja, das soll so sein, es ist vollgestopft. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist ja aber im Leben ja auch so, was alles stattfindet parallel. Im Leben sind es ja die ernsten Dinge. Hier ist es auch ernst, aber ich verpacke es leicht und komisch. Die neuen Ferienkinder. Ich habe jetzt für Bibi und Tina auch überhaupt erst reiten gelernt. Das konnte ich vorher gar nicht. Das war wirklich eine krasse Erfahrung. Ich reite schon seitdem ich 6 Jahre alt bin und bin auch auf dem Land ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich hatte einen Hund und 2 Katzen und ich bin sehr, sehr tierverbunden. Man wird so ein Team mit dem Pferd und man merkt, wie intelligent die sind und was für einen eigenen Charakter die haben und das ist total schön. Mein Vater hat immer gesagt, wenig Tiere im Film, das ist nichts für ihn und deswegen habe ich ja alle möglichen Tiere, Kamel, Elefanten, Paviane. Ich liebe das einfach, wenn es kreucht und wenn es einfach reich ist. Also wir haben, unser Alien ist aus Peru. So haben sich die Menschen vor 1000 Jahren in Peru Außerirdische vorgestellt. Danach ist der konzipiert. Ich glaube, als erstes würde ich fragen, wo er herkommt, wie es da so aussieht. Ich würde wahrscheinlich mal von so einer objektiven Außensicht fragen, was wir vielleicht besser machen könnten als Menschheit, weil ich glaube, das haben wir nötig. Ich wollte auch die Himmelsscheibe von Nebra noch reinbringen, die ja 3000 vor Christus ja gefunden wurde. Wie sich die Menschen den Kosmos vorstellen, ist ein großes Thema. Was so schön ist, es ist sehr leicht und trotzdem kriegen Kinder sehr viel mit, was möglich ist. Und Kinder sind eigentlich nicht zu überfordern, weil wenn sie etwas nicht verstehen, fragen die nach. Und nichts ist schlimmer als unterforderte Kinder. Was ist denn hier los? Hex, Hex, Hex! Bibi und Tina. Achso, heißt der einfach anders. Sorry, nochmal. Jetzt. Hex, Hex, Hex! Bibi und Tina, einfach anders. Zurück im Kino. Jetzt. Anschauen, anschauen. Bibi und Tina, jetzt im Kino.